Hallöchen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur höchstwahrscheinlich letzten Folge vorerst. Zumindest so lange, bis ein neues Update rauskommt. Wie gesagt, ich bin den Weg hier, die Zugstrecke jetzt erstmal ohne Aufnahme gelaufen, um euch nicht zu langweilen. War ja doch ein ganz schönes Stück. Hatte ich ja angekündigt in der letzten Folge. Und jetzt fahren wir mit voller Fahrt einmal wieder komplett zurück. Bis zu diesem schönen Weg, den wir mal erkunden wollten, wo ich dann doch abgebrochen hatte. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich abgebrochen habe. Weil wir müssen nochmal den kompletten Weg zurück deswegen. Aber naja, eine Folge ist es effektiv dadurch mehr. Ist doch auch schön für euch und wahrscheinlich auch für mich. Oder nein, andersrum, für mich und wahrscheinlich auch für euch. Und ja, was ist denn jetzt? Hä? Ach nee, alles klar, ich war gerade richtig erschrocken. Oh mein Gott, ich dachte jetzt, wo sind denn unsere ganzen Schränke und Werkbänke hin? Wegen diesem, hier, wegen der Abtrennung. Das sah gerade so aus, als wäre das Ende vom Waggon. Und ich dachte mir jetzt so, hä? Nee, alles gut. Nochmal Glück gehabt. Ich dachte schon, ihr hat was gebackt, weil wir so weit rausgelaufen sind. Weiß man ja auch nicht. Ist ja vielleicht nicht vorhergesehen vom Spiel, dass man da vielleicht in einen Bereich läuft, wo es dann anfängt, die Informationen zu verlieren, die es vorher gespeichert hat. Hat es auch alles schon gegeben. Naja. Es ist zum Glück alles nochmal gut gegangen. Wir haben mittlerweile Level 19 erreicht. Level 20 würde mich natürlich noch ein bisschen reizen, damit wir das Ganze rund abschließen, aber... Das sind dann doch schon noch ein ganz paar Zombies, die wir töten müssten. Ui. Was wäre denn passiert, wenn wir jetzt hier bei der Kurve rübergegangen wären? Und dann runtergefallen und es hätte uns erwischt? So Train Surfer Style, die es dann ordentlich verkackt haben. Verstehe ich bis heute nicht, warum Menschen sowas tun. Also ja klar, der Reiz ist bestimmt da und es ist wahrscheinlich auch übelst krass Adrenalinkick und aufregend, aber ganz ehrlich... Das ist saugefährlich. Man macht lieber andere Sachen. Bungee-Jumpen oder Fallschirmspringen oder solche Sachen, die zumindest einigermaßen abgesichert sind. Aber sich dabei irgendwelchen elektrischen Oberleitungen hinten auf so einen Zug zu hauen mit gerade mal einem Meter Abstand zu den Dingern und dann dort bei weiß ich nicht wie viel km/h da hinten dran zu hängen. Nee, sorry. Da ist mir mein Leben viel zu wertvoll. Anstatt so einen Scheiß zu machen. Also hört auf damit, falls ihr es macht, oder fangt erst gar nicht damit an. Was machen wir denn jetzt die schöne Zugfahrt noch? Schränke sortieren bringt halt eigentlich nicht so viel. Wir gucken nochmal ganz kurz. Bogen haben wir, Doppelbett hatten wir, Schränke haben wir gebaut. Weiß gar nicht, das ist Sidewall. Achso, Side, okay, wir... Achso, wir können dann also diese Längswände bauen, die wir vorhin hatten, und dann da noch eine Tür rein, aber das macht für mich jetzt nicht unbedingt viel Sinn. Brauchen wir also nicht. Hier haben wir auch alles gebaut. Lass mich doch mal in Ruhe gucken, liebes Spiel. Da werde ich ja einfach unterbrochen vom Ladebildschirm. Findet ihr das in Ordnung? Also, Schweinerei. Ja. Wir gucken noch mal kurz, aber wir haben ja an sich alles gebaut. Großschränke sortieren brauchen wir jetzt nicht, weil was bringt uns das gerade noch? Ich möchte euch auch nicht langweilen jetzt die ganze Zeit bloß. Die Schränke zu sortieren. Das Einzige, was wir vielleicht noch mal machen könnten, wäre die Ausrüstung erneuern, dass die komplett neu ist. Ich würde sagen, das machen wir. Dann haben wir nochmal komplett frische Ausrüstung, falls es dann später beim Update weitergeht. So, was brauchen wir hier? Wir brauchen Helm. Haben wir den denn, wenn wir den jetzt wieder wegpacken? Den jetzt hier reinpacken. Zählt das als Helm? Nein, zählt nicht als Helm. Also brauchen wir erstmal einen Helm. Also Leder und Metall. Aber Leder haben wir relativ lange nicht gefunden, ne? Ach, wir haben ja sogar noch eins hiervon. Also nehmen wir das, der Rucksack bleibt ja zum Glück ganz, die Schuhe sind auch noch am Start, also eigentlich bloß ein neuer Helm. Wir haben wirklich lange kein Leder gefunden, oh, guck mal, wir haben sogar noch Schuhe. Achso, aber das waren die schlechteren, stimmt. Ich glaube, wir haben gar kein Leder mehr. Es gibt wirklich was, was wir nicht mehr besitzen, hier war ja nur Holz und Metall drin, genau. So, hier vorne kommt die Weiche. Wir sind doch erst so weit. Also, ich dachte schon, dass wir weiter sind, aber okay. Nö, wir haben tatsächlich kein Leder mehr. Ja, krass. Na gut, dann belassen wir es erstmal beim kaputten Helm. Was soll's. Wir haben mittlerweile sowieso so viel Leben, dass uns das eigentlich nicht weiter stören sollte. Dann Helm wieder auf. Zumindest haben wir hier eine neue Rüstung davon. Und der Helm macht, ah, der macht auch 10% Beschädigung weniger. Naja. So, an der Weiche vorbeigefahren, da bin ich auch ganz schön verzweifelt damals dran.
Zum Glück wurde mir so nett in den Kommentaren weitergeholfen. Vielen Dank nochmal an euch, dass ihr mir generell so viele Tipps gegeben habt beim Spielen. Ich hätte ansonsten viele Sachen gar nicht gefunden. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Dann fahren wir jetzt noch ein kleines Stückchen zurück. Also wir sind an der Weiche vorbei. Das heißt, was kommt denn jetzt? Jetzt kommt doch eigentlich die Gasstation. Die müsste jetzt, glaube ich, kommen. Und nach der Gasstation kam ja dann ein kleines Fischerdörfchen, ne? Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, müsste es so passen. Wir können dann auch nochmal mit einem Kanister ein bisschen Sprit nachfüllen. Ach genau, hier kommt die Tankstelle. Die hat uns mal richtig schön den Arsch gerettet damals. Ist jetzt gar nicht mehr vorstellbar, dass wir nichts zu essen haben. Dann fahren wir auf jeden Fall in der Gasstation noch vorbei. Da können wir bestimmt, da können wir nochmal tanken. Ich glaube, wir hatten schon mal geguckt, da war wieder Sprit drin, aber wir waren ja die ganze Zeit zu übervoll. Aber jetzt wird es langsam leerer hier. Aber wir tanken nicht nochmal. Das war mir dann doch damals ganz schön zu stressig. Heben wir uns lieber auf. Falls dann ein Update kommt, müssen wir ja so oder so nochmal vorbei. Weil ich beende das Spiel dann an der Stelle, an der wir jetzt gleich den Zug abstellen werden. Und dort bleibt das Ganze dann auch. Und falls ein Update kommt, müssen wir so oder so wieder zurück. Und dann können wir hier auch nochmal eine Runde tanken. Dann geht das Let's Play dann mit einem schönen Chaos am Bahnhof wieder weiter. Das ist doch was Geiles. Schaut mal, sind die ganzen Zombies noch hier? Ach schön, wollen wir die mal anschießen? Schade, haben uns nicht mitbekommen. Ja, kommt raus, lauft hinterher. Ihr kleinen Penner. Schön. Das war auf jeden Fall mit einem der spannendsten Dörfern, fand ich. Also jetzt generell, das ganze Untergrund-Tunnelsystem war auch ziemlich krass. Halt hat, ja, war ziemlich deprimierend so ein bisschen. Die ganze Zeit Dunkelheit und viel erschrocken. Ja, Anne, das wissen wir doch mittlerweile. Das frage ich mich auch. Ich hatte ja die eine Folge mit der Abstimmung, ob Cartoon oder realistisch, dass vielleicht die Anne ist. Und warum lädt das Wasser hier hinten nicht richtig? Oder es hat sich einfach viel verändert und es wurde zu viel Öl hineingekippt, dass das gar kein kleiner See mehr ist. Na, zum Glück haben wir uns hier unser Häuschen nicht hingebaut. Sonst hätten wir jetzt ein Haus am Öl. Ja, vielleicht ist das ja sogar die Anne. Die gute Blondine, die ich da eingeblendet hatte. Wer weiß. Mal gucken. Ich bin doch sehr gespannt darauf, wann das nächste Update kommt und ob wir dann endlich mal unsere Freundin oder Freunde treffen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. So, ich glaube, dass das dann langsam hier so in der Richtung kam, ne? Hier ging auf jeden Fall, ja, hier drüben ist die Straße. Schnell zurück, 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 zurück. Los und schnell auf die Bremse. Die wollten wir noch erkunden, aber bevor wir das tun, lasst mich mal unbedingt noch schnell Energies einpacken. Wir nehmen hier gleich mal 7 Stück mit. Wir müssen mal noch ganz kurz essen und trinken mitnehmen. Weil da sieht es auch schon wieder leicht kritisch aus. Und dann gucken wir mal, ob die Straße vielleicht noch zu einem kleinen Häuschen führt. Und dann haben wir uns tatsächlich alles angeguckt, was anzugucken ging. Denke ich zumindest, sei denn ich habe was übersehen. Und wir haben alles gecraftet, was zu craften ging. Wir haben auch alles benutzt, was man benutzen konnte. Also sprich, wir können tatsächlich sagen, wir haben zu 100% das Spiel hier gespielt. Und das finde ich immer ganz wichtig. Ich wollte jetzt nicht abbrechen mit dem Let's Play. Und dann haben wir hier diese Straße nie verfolgt. Wer weiß, am Ende wäre ja hier schon die erste vollautomatische Waffe gekommen. Dann würde ich mich noch mehr ärgern, dass ich damals gesagt habe, ach nö, komm. Da gucken wir später nochmal vorbei. 190 Ausdauer. Ich habe noch Scherze gemacht in dem Dorf mit dem Polizeirevier, als ich meinte, ja, wenn wir hier mal am Ende angekommen sind, dann fahren wir die ganze Zeit wieder durch die Dörfer und schießen alle ab und dann haben wir vielleicht irgendwann mal 200 Ausdauer. Und wir haben es gar nicht gebraucht. Wir haben gar nicht angefangen oder anfangen müssen mit Grinden hier groß, sondern einfach diese Gegnermassen, die jetzt die ganze Zeit am Start waren, die haben es tatsächlich einfach nochmal rausgerissen, dass wir so hochgelevelt sind. Es ist schon ziemlich geil. Gut, also die Straße folgt doch nicht rechts, das dachte ich ja damals, dass sie dann hier so rechts rumgeht.
Aber die könnte eventuell auch einfach hoch zu dem Häuschen führen. Mit der Bank, wo der Zombie stand. Da haben wir mal eine schöne Folge beendet da oben. Deswegen hatte ich ja auch diesen See hier entdeckt und dachte mir, hey, da könnten wir uns doch eigentlich mal ein schönes Häuschen bauen, was ja leider nicht funktioniert hat. Aber eventuell kommen wir ja dort raus. Aber das wollte ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Also Wasser ist hier wirklich nicht mehr. Es ist eine reine Ölpfütze. Da bin ich jetzt doch gar nicht mal mehr so traurig, dass wir das gelassen haben. Die Sonne geht unter. Ach nein. Das habe ich jetzt natürlich gar nicht bedacht. Ich möchte nicht im Dunkeln hier beenden. Los, lauf schneller. Es ist erst 5:30. Sag mir bitte noch, wo die Straße hinführt. Aber ansonsten haben wir auch einen schönen Sonnenuntergang. Hier am Ölsee. Das hat doch auch was Schönes. Ja, die Felsen sehen ganz schön komisch aus, als wäre es Schiefergebirge. So sieht das hier aus. Wer weiß, ist es vielleicht. Also die Straße. Ich glaube, die führt wirklich komplett. Ah, ich glaube, ich habe eine Vermutung. Vor dem Bahnhof hatten wir doch diese kleine Kreuzung dort, wo die ganzen Autos standen. Und die Straße ging, glaube ich, auch links weg dort. Ich denke mal fast, dass wir dort rauskommen werden. Also krass, dass hier überhaupt noch so eine lange Straße mit hineinentwickelt wurde, die ja eigentlich nicht groß Sinn macht, da wir ja den Zug haben. Ich weiß nicht, ob es vielleicht mal anders gedacht war, dass man vielleicht doch mal mit Zug stehen bleibt und man ins nächste Dorf rennen muss, um Kanister zu sammeln und wieder zurück oder so. Hätte ja sein können, dass es vielleicht so gedacht ist. Oder mal gedacht war und sich dann doch umentschieden wurde. Oder ob es einfach nur wirklich ein kleines, nettes Nebenbei ist. Ein kleines Gimmick. Oder ein kleines Easter Egg oder was auch immer. Einfach so schön mit nebenbei noch eine Straße mit reinprogrammiert. Damit genau solche Leute wie ich sich hier die Zeit damit verschwenden, hier lang zu laufen. Mal gucken, aber ich denke fast, dass wir dort ankommen werden. Von der Richtung her macht es auf jeden Fall Sinn. Und ich bin mir auch relativ sicher. Ich glaube, da vorne kommen die Autos. Ja, dann sind wir wieder am Bahnhof. Na, ist doch auch eine schöne Sache. Ah, zumindest haben wir das nochmal rausgefunden. Das war mir noch ganz wichtig. Ich hatte es euch versprochen, dass wir hier später nochmal hingucken, wo das hinführt. Und Versprechen hält man natürlich auch ein. Und jetzt wird es langsam ganz schön dunkel. Ja, wir sind hier vorne. Hier rechts ist das Bahnhofsgebäude. Da haben wir es. Na, ist doch schön. Dann haben wir das auch noch entdeckt. Dann machen wir hier an der Stelle Schluss. Wird eine kürzere Folge. Ist ja ganz klar. Ich fange jetzt nicht noch an, hier ein paar Minuten in die Länge zu ziehen. Wir wollten uns das ja bloß nochmal angucken. Dann auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, wer hier bis zum Ende dran geblieben ist. Das freut mich sehr. Das Video oder die Videoreihe besser gesagt ist tatsächlich sehr gut bei euch angekommen. Das habe ich gemerkt. Das hat mich sehr, sehr gefreut und natürlich auch motiviert zum Weitermachen. Mal gucken, was in Zukunft noch alles für Let's Plays kommen. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen hoch da, würde mich sehr, sehr dolle freuen. Und dann sehen wir uns entweder hier weiter, wenn ein Update kam, oder dann beim nächsten Let's Play. Vielen Dank nochmal für alles. Macht's gut.